In den Basic-Videos geht es jetzt darum, das Gelernte aus den Intro-Videos anzuwenden. Und dazu werden wir uns in jedem Basic-Video mit einem wirklich coolen Beispiel gemeinsam beschäftigen. Deine erste Challenge ist jedoch folgendes, nämlich notiere drei Dinge, an die du dich aus den Intro-Videos erinnern kannst. Drück hierfür auf Pause. Ich bin mir sicher, du hast dich an mindestens drei Dinge erinnern können. Und die wichtigsten drei Dinge meiner Meinung nach waren folgende. Nämlich, der Satz von Pythagoras gilt in jedem rechtwinkligen Dreieck. Und er lautet, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, wenn a und b die Katheten sind und c die Hypotenuse ist. Und als Merksatz verwenden wir die Summe der Quadrate der beiden Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Dein Ziel für dieses Video und die anderen Basic-Videos ist, den Satz von Pythagoras anzuwenden. Schauen wir uns nun das erste Beispiel gemeinsam an. Hier spielen Julie und Ahmed im selben Verein Fußball und immer am Ende des Trainings gibt es einen Lattenschießwettbewerb. Dabei müssen sie oder sollen sie den Ball vom Elfmeterpunkt auf die Latte schießen. Und sie fragen sich dann irgendwann mal, wie weit eigentlich die Latte vom Elfmeterpunkt entfernt ist. Sie wissen als FußballerInnen, dass die Latte in einer Höhe von 2,44 Meter ist und der Elfmeterpunkt 11 Meter vom Tor entfernt ist. Als erstes sollst du jetzt eine Skizze erstellen und dir überlegen, gibt es irgendwo einen rechten Winkel? Drück jetzt auf Pause. Ich bin mir sicher, du hast den rechten Winkel entdeckt und auch die Skizze gut erstellen können. Wenn nicht, auch kein Problem, wir schauen es uns jetzt gemeinsam an. Hier siehst du die entsprechende Skizze, wobei eben E jetzt für den Elfmeterpunkt steht, T für die Torlinie und L für die Latte. Wenn wir jetzt bei diesem Lattenschießwettbewerb mitmachen würden, dann wäre hier der Elfmeterpunkt, den habe ich E genannt. Und hier wäre die Torlinie und da wäre die Latte. Weil, wenn ich jetzt von vorne drauf schaue, natürlich gehe ich gerade zur Torlinie hin und dann nach oben zur Latte. Die Torlinie wäre jetzt dann hier und die Latte wäre da oben. Und du hast ganz richtig bemerkt, wir haben einen rechten Winkel zwischen den Seiten A und B. Und die gegenüberliegende Seite nennen wir dann C, da eben immer die gegenüberliegende Seite des rechten Winkels wir bisher C genannt haben. Aber ich möchte wieder darauf hinweisen, sie muss nicht unbedingt C heißen. Und jetzt versuche den Abstand zwischen Elfmeterpunkt und Latte zu berechnen, also zwischen diesem Punkt hier und diesem Punkt. Den Abstand können wir uns berechnen, indem wir den Satz von Pythagoras anwenden, da wir hier ja ein rechtwinkliges Dreieck haben. Und er lautet ja a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Wobei jetzt eben a 11 war und b 2,44. Also haben wir 11 Quadrat plus 2,44 Quadrat ist c Quadrat. Und 11 Quadrat ist 121 und 2,44 Quadrat, das überprüfe ich auch schnell mit dem Taschenrechner. 2,44 hoch 2 ist 5,9536. Also haben wir 121 plus 5,9536 und das ist c Quadrat. Das können wir jetzt addieren. Und dann erhalten wir für c Quadrat 126,9536. Jetzt müssen wir nur noch die Wurzel ziehen. Also haben wir für c dann die Wurzel von 126,9536. Als kleine Anmerkung, dieses Negativergebnis können wir wieder weglassen, da es sich um eine Länge handelt und Längen nicht negativ sein können. Die Wurzel von dieser Zahl ist jetzt 11,2674.
Also der Abstand zwischen Elfmeterpunkt und Latte beträgt rund 11,2674 Meter. Bis zum nächsten Video.